So, und damit herzlich willkommen zurück zu dem Omsi-Weihnachtsspecial 2014 auf der Map Berlin-Spandau. Auf der Linie 137 in Richtung Bahnhof Falkensee. Pause raus und es geht weiter. Wir waren gerade an der Haltestelle Falkensee-Siedlereck oder Siedlereck-Falkensee, was auch immer. Und jetzt geht's weiter in Richtung Hamburger Straße. Hamburger Straße, ja. Hamburger Straße. Ja, wenn ihr die letzten Weihnachts-Special-Parts noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch auf jeden Fall an. Die gibt es auf meinem Kanal alle. Da gibt es auch noch nicht nur Omsi, sondern auch noch The Very Organized Thief in der exklusiven Weihnachts-Edition. Solltet ihr euch auch auf jeden Fall angucken. Das ist es definitiv wert. Glaube ich. Ich habe das Video noch gar nicht geschnitten, aber okay. Das ist eine Haltestelle, sieht, wie es aussieht. Wieder eine Kreuzung, die anscheinend vom Schnee ausgeblieben ist. So. Wunderbar, wunderbar. Hamburger Straße. Sind auch gar nicht mehr so viele Haltestellen, dann sind wir schon da am Bahnhof Falkensee und dann werden wir den Part auch beenden. Und das Weihnachtsspecial damit auch beenden. Und dann ist Weihnachten auch vorbei und dann, ne, alles erledigt. Da kommt dann nur noch Silvester. Ist ja nichts mehr. Und dann Neujahr 2015. Freut ihr euch? Wie fandet ihr das Jahr eigentlich generell 2014? Ja. War es ein gutes Jahr? War es ein schlechtes Jahr? Ich persönlich fand es ja richtig, richtig, richtig gut. Eigentlich nichts, was ich per se jetzt nennen könnte, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Das kann natürlich bei anderen ganz anders aussehen. So, ihr steigt alle noch schön ein bei mir. Wenn ihr das da auseinanderklamüsert habt. Hallo. Danke. Dann geht's weiter. Noch. Nee, Quatsch, ich bringe den Kreuzungs. Das Kreuzungsding bringe ich jetzt nicht nochmal. Das ist jetzt halt einfach so. Mal schauen, ob wir noch mehr Straßen finden auf unserem Weg jetzt hier noch, die noch keine Schneevariante haben. Übrigens, Leute, Omsi 2.1 ist ja jetzt auch draußen. Das bedeutet ein. Oh! Nee, Quatsch. Das bedeutet ein Update für Omsi, ein Universal-Update. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was sich genau jetzt explizit verändert hat, aber irgendwas hat sich verändert, irgendwas ist besser geworden, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe spüre jetzt da keinen großartigen Unterschied. Ich habe mir das jetzt auch nicht genau durchgelesen, was da jetzt genau alles besser geworden ist oder nicht. Vielleicht könnt ihr mir dazu was sagen, vielleicht auch nicht. Man weiß es ja nicht. So, jetzt. Ich habe keine Ahnung, wann die nächste Haltestelle kommt und man sieht auch nicht so weit. Ich nehme mal eben hier Fernlicht, bringt auch nichts. Es ist noch ganz schön früh, ganz schön hell für 8 Uhr abends. Aber heute ist ja der 25., der 29.5. Jedes Mal mache ich es falsch. Oh, was haben wir denn hier? Naja, ne? Und deswegen. Oh Mensch, du, hier hat aber jemand. Ah, ich lasse es. So, Kölner Straße. Ich habe das Gefühl, man ist auf der Straße hier. Vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach nur geradeaus geht, aber ich habe das Gefühl. Es ist warm hier? 18 Grad? 18, bitte was? 18 Grad ist doch wohl nicht warm. Das kann mir doch keiner erzählen. Nee, 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 nee. Ich habe das Gefühl, auf den Falkenseestraßen ist man viel sicherer. Also man rutscht überhaupt nicht praktisch. Also nur, kann auch daran liegen, dass ich jetzt keine Kurven gefahren bin, großartig. Aber auch wenn ich hier so mache, da wäre ich normalerweise wäre ich schon sofort am Ende weggerutscht. Drüben in Spandau. Aber hier ist ja gar nichts. Ist ja langweilig, Leute. Was ist denn da los? Sagt's mir, was ist los? Rathaus. So, das heißt, gleich müsste eine Ampel kommen, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere. Ja, da hinten, ich sehe die Ampel schon leicht. Ja, ganz leicht, ganz leicht.
So, und die ist natürlich rot. Okay, jetzt kackt er gerade wieder ein bisschen ab. Ja, die Ampel war übrigens so rot. Ja, ich hätte nicht... Ach, komm. Zum Glück habe ich die Kollision abgeschaltet, bevor diese Aufnahme begonnen hat. Beziehungsweise ich hatte sie schon vorher abgeschaltet. Ja, wir fahren dann gerne mal da durch die Gärten durch. Das ist eigentlich auch ganz spannend, mal zu sehen, was die Leute so in ihren Gärten haben. Okay, ich nehme es zurück, dass man hier besser fährt. Hat sich nur so angefühlt. Ich weiß auch nicht, war so ein... Guten Abend. War so ein Gefühl, ja. Naja. So. Dann geht's mal weiter in Richtung Bahnhof. Das dürfte jetzt auch schon fast die nächste Haltestelle sein. Kommt da noch? Eine kommt, glaube ich, noch dazwischen. Ja, mindestens eine. Man erkennt hier unter dem Schnee so leicht die Straßengegebenheiten. Die sind nämlich sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir persönlich richtig gut, dass man hier drüben solche kaputten Straßen auch teilweise hat. Das ist echt toll mit Schlaglöchern und allem drum und dran. Das gibt es ja, war ja bisher in Omsi nicht so, weil man hatte einfach immer nur perfekte Straßen und das ist... Sowas ist halt mal was anderes, ne? Und das finde ich auch, ist hier ganz gut umgesetzt worden. Hätte man aber drüben in Spandau ruhig auch machen können. So ein paar Schlaglöcher sind immer da. Ja, und so ein paar dämliche Busfahrer, die einfach bis sonst wohin durchfahren, sind auch immer da anscheinend. Ja, weißt du was? Die können auf den zweiten Bus warten. Der kommt ja noch. Was ist das für eine lebensmüde Frau hier? Ich kann nicht anhalten. Tut mir leid. Ja. Unfall. Sie haben soeben einen Menschen angefahren, da ihre Geschwindigkeit über 5 km/h lag, ist von ernsten Verletzungen auszugehen. Der Vorfall wird in ihrer Personalakte vermerkt. Naja, kann passieren. Ich konnte halt nicht bremsen, Leute, was soll ich machen? Die hätte ja weggehen können. Wobei man es natürlich im Winter als Fußgänger auch nicht unbedingt einfach hat, denn es ist ja auch oftmals so, dass es dann einfach glatt ist und der Schnee tief ist, man dann irgendwie einsinkt oder sowas. Macht ja auch alles keinen Spaß. So, wir sind fast da. Bahnhof Falkensee übrigens, nicht Bahnhof Falkensee, sondern Bahnhof Falkensee. Uiuiui. Ja, ich würde mal sagen, das läuft alles perfekt. Die Kurve nehmen wir auf jeden Fall mal. Achso, wir sind jetzt Eisenbahn, okay, dann. Alter. Ja, das ist normal, das ist normal, Leute. So fahre ich immer an die Haltestellen ran. Ach du Scheiße. Naja. So. Türen auf. Leute, Russ. Kriege ich meinen Fahrplan? Nee, ne? Ah, nee, ich darf hier gar nicht. Ah, hier halte ich ja gar nicht. Ja, na super. Ich müsste eigentlich die da hinten rauslassen. Ah. Naja. Wie war das mit Fehler passieren? Komm, steig jetzt hier noch schnell aus. Aus unserem Rheinbahnbus mit Berliner Repaint. So, können wir mal weiterfahren? Danke. Jetzt hoffe ich, dass ich dem nicht noch hinten drauf bretter. Sollten wir gleich einen Fahrplan an den Kopf geschmissen bekommen. Schauland. Mit DT geschrieben. Ah, sehr gut, der Fahrplan. Ja, alles zu früh. Alles okay und manche sind dann ein bisschen zu früh. So. Gucken wir uns mal eben das Teil hier an. Paint. Auto, Stereo, Computer, Berlins großer Technikmarkt. Warum wird's? Okay. Das sieht man auch. Das macht Sinn, das hier oben drauf zu lackieren. Ich glaube, da guckt jeder sofort als erstes hin. Naja, komm, Leute. Machen wir den Wagen mal hier langsam aus. Licht weg.
Scheinwischer aus. Und wir das Licht auch aus. So, können wir das mal. Okay. Gut, Elektrik aus. Tschüss. Und dann würde ich jetzt an dieser Stelle ganz einfach mal sagen, schließen wir die Tür. Gibt es hier so einen Schalter dafür? Ne, gibt es anscheinend nicht. Wenn ich jetzt die Elektrik wieder anmache, sieht man dann die Matrix? Ja, okay. Das wollte ich nur noch wissen. Gut, ich danke euch, dass ihr mich unterstützt habt bei meinem Weihnachtsspecial 2014. Hoffe euch, es hat euch ein klein wenig gefallen. Das mit dem keine Unfälle bauen hat dann, ja, da, ja, doch nicht ganz so gut geklappt. Aber überwiegend lief es ja doch ganz angenehm. Ja, wenn ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, wie gesagt, schaut sie euch an, schaut euch den Kanal an. Ich danke euch, wie gesagt, dass ihr dabei wart. Wünsche euch jetzt noch schöne Restweihnachten, einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns dann wahrscheinlich erst im neuen Jahr wieder. Weiß ich aber noch nicht, kann ich nicht versprechen, dass davor nicht noch andere Videos kommen. Also ich mache jetzt aus. Leute, ich mache jetzt aus. Tschüss und bis zum nächsten Mal.